Hinter diesem kleinen X verbirgt sich nicht mehr und nicht weniger als eine Motorenrevolution. Mazda hat es als erster Hersteller geschafft, mit dem neuen Skyactiv X-Motor einen Ottomotor zum Teil dieselähnlich verbrennen zu lassen. Viele andere sind daran schon gescheitert. Mazda hat es mit der Generation geschafft und sie versprechen damit bis zu 30% Kraftstoffersparnis. Haben die rebellischen kleinen Motorenentwickler aus Japan damit etwa den Verbrennungsmotor Stein der Weisen gefunden? Ist der Verbrennungsmotor damit vielleicht noch zu retten? Das klären wir alles heute und wir schauen uns an, welche Irrtümer zu diesem Motor existieren. Da gibt es nämlich einige. Mazda mag keine aufgeladenen Motoren. Nö, sie mögen keine Turbobenziner. Sie sind vor allem nicht dem Trend zum Downsizing mit kleinen Motoren und Turboaufladungen gefolgt. Turbodiesel gibt es natürlich bei Mazda. Definitiv, die ganzen Diesel sind schön aufgeladen. Ich mache immer die Klappe auf, da kommen wir gleich dazu. Sondern Mazda hat immer gesagt, ach Gott, die Prüfstandsverbräuche, ja, hin oder her. Wir wollen vor allem auf der Straße nicht so wahnsinnig viel verbrauchen. Und ich habe vor Jahren mal eine Analyse von vielen tausend Verbrauchswerten gemacht. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und da habe ich verglichen, was verbrauchen die nach Werksangabe und was haben die bei Automotor und Sport verbraucht. Und dann sieht man, dass Mazda zwar auch eine leichte Abweichung hatte, aber die ist deutlich besser als der Durchschnitt gewesen. Die Mazda-Motoren haben bei Minimalverbrauch, muss man dazu sagen, 2,8% mehr verbraucht, als sie versprochen haben. Also, das war schon mal gar nicht mal so eine schlechte Taktik. Heißt das, dass alle Mazda Ottomotoren Saugmotoren sind, weil sie eben in der Realität dann doch ein bisschen besser vom Verbrauch sind, als sie auf dem Papier aussehen? So, machen wir das mal hier auf. Ja, alles schön aufgeräumt hier. Dann können wir das hier hochklappen. Ja, ist schön gemacht, damit Scharnier, wann haben wir das mal gesehen? Und dann sehen wir hier eine Aufladung. Da ist ein Kompressor. Hier, da ist der Riementrieb dafür. Da kommt die Luft rein. Das ist ein Kompressor. Definitiv. Und trotzdem sagt Mazda, trotz der Aufladung und obwohl es ein Kompressor ist, die ja nun wirklich nicht im Ruf stehen, besonders effizient zu sein, dass der Motor weniger verbraucht als sein viel schwächerer Saugerpendant. Glauben wir erstmal. Der Kompressor dient vor allem der Leistungssteigerung. Nein, das ist kein AMI V8, wo ich hier einen großen Kompressor, bam, draufklatsche, damit er eben richtig Druckluft erzeugt, um richtig Leistung rauszupressen. Und die saufen auch wie die großen. Insgesamt sind Kompressoren, die gerade zur Leistungsbereitstellung da sind, ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie wahnsinnig effizient sind. Wir denken früher an die Mercedes-Motoren mit Kompressor. Waren die besonders effizient? Nee. Oder die unrühmliche Periode von VW mit den Turbo-Kompressor-Motoren. Die waren weder zuverlässig noch besonders effizient. Haben sie dann auch schnell wieder gelassen. Und Mazda sagt, ja, wir laden den Motor nur sehr schwach auf. Also Zusatzaufladen deutlich unter einem Bar. Das ist wirklich nicht viel. Wir brauchen den Motor vor allem dafür, dass wir für unser spezielles Brennverfahren eben noch mehr Luft reinbringen können, weil die arbeiten mit sehr, sehr viel Luft. Und wenn man den Motor fährt, dann merkt man das auch. Denn ein typischer aufgeladener Motor hat ja untenrum wahnsinnig viel Bums, hat er nicht. Sein maximales Drehmoment liegt erst bei 3000 Umdrehungen an und das sind 224 Newtonmeter. Wie sich das während der Fahrt anfühlt, könnt ihr mal gucken. Wir können uns das ja mal von Drehzahlbereich zu Drehzahlbereich anschauen. Gehen wir mal in den vierten Gang. Jetzt haben wir ungefähr 1500 Umdrehungen. Das ist so ein Bereich, wo übliche turboaufgeladene Motoren heutzutage schon ein bisschen Dampf entwickeln. Gehen wir hier mal drauf und stellen fest, oh, das geht aber sehr gleichmäßig. Da habe ich nicht so einen Schubmoment wie bei einem üblichen aufgeladenen Motor. Und ich habe auch gleich, man merkt das auch hier unten bei niedrigen Drehzahlen, ein Ansprechverhalten. Also da spricht wirklich was an. Der Motor will. Aber wenn ich dann ein bisschen kräftiger aufs Gaspedal gehe, dann zieht er gar nicht so brutal durch. Und das ist eher ein Saugerverhalten als ein Verhalten eines aufgeladenen Motors. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn unterhalb von 3000 Umdrehungen spielt der Kompressor nicht mit. Da lässt er den Motor mal schön sauger sein mit seinem 2 Liter Hubraum. Und so fühlt er sich auch an. Der Mazda Motor ist natürlich für jemanden, der jetzt zum Beispiel einen Turbodiesel fährt und der hört, oh, dieser Motor hat dieselähnliche Verbräuche, erstmal eine Ernüchterung, weil er setzt sich in das Auto rein, denkt an Dieselverbräuche, denkt aber gleichzeitig auch an den Turboschub von dem üblichen Turbodiesel und dann bekommt das mit diesem doch sehr gleichmäßigen Aggregat zu tun. Jetzt erst bei 3000 da.
Da kommt dann ein bisschen Schub in die Kiste rein, aber das ist schon relativ hoch vom Drehzahlbereich. Und man merkt, dass Mazda also diesen Motor nicht explizit als aufgeladenen Motor abgestimmt hat, sondern es ist ein, ich würde es mal sagen, erweiterter Sauger. Der Kompressor da vorne drin sorgt ja nicht zwingend dafür, dass ich wahnsinnig viel mehr Leistung habe. Ein bisschen mehr Leistung bringt er schon, ist leicht aufgeladen. Sondern einfach, dass ich viel mehr Luft in meinen Brennraum hineinbekomme, um eben diese super magere Verbrennung hinzubekommen. Und so fährt er sich eben auch. Das ist ein sehr gleichmäßiger Motor, ein sehr ruhiger Motor, sehr laufruhig, ja, sehr ausgeglichen, aber überhaupt nicht aufgeladen. Und wer ihn so ein bisschen kitzeln will, der muss ihn eben drehen lassen. Und das ist eher klassisch Sauger. Maximale Leistung, 180 PS. Die holt er ja dann bei 6000 Umdrehungen ab. Und wenn man sich gerade den kleinen Bruder anschaut, den Sky Active G, dann fährt er sich unterhalb von 3000 Umdrehungen gar nicht viel anders. Also das ist jetzt nicht kein Riesenunterschied. Man muss sich dran gewöhnen. Für alle, die den typischen Turboschub, den typischen aufgeladenen Schub beim Motor gewohnt sind, ist es erstmal ein bisschen ernüchternd. Der neue Mazda Benzinmotor verbrennt wie ein Diesel. Nein, aber zum Teil sehr ähnlich. Und um das zu verstehen, gucken wir uns erstmal die verschiedenen Verbrennungsverfahren an. Wir fangen erstmal mit dem Benziner an, mit dem Ottomotor. Das ist ja ein fremdgezündeter Motor. Und ich stelle jetzt hier mal Dominosteine auf, die muss man sich ein bisschen als Kohlenstoffatome vorstellen, die sich mit Sauerstoff verbinden wollen, also verbrennen wollen. In diesem Fall ist das Umkippen quasi das Synonym für die Verbrennung. Und da ich hier eine Fremdzündung habe, habe ich eben einen Zündfunken, ich habe ja eine Zündkerze, und der schubst das Ganze an. Also, Achtung und Zündung, bam, die fallen ein Dominostein nach dem anderen um. Man sieht, das dauert eine gewisse Zeit lang. Und das ist im Ottomotor genauso. Der Zündfunke zündet das Luft-Kraftstoff-Gemisch und dann bildet sich eine Flammfront aus. Wir gucken uns das hier nochmal bei einem Feuerzeug an. Ja. Das mache ich mal in Slow-Mo jetzt, damit man es besser sieht. Bam! Wie sich richtig eine Flammfront ausbildet. Ja, wie nicht das komplette Luft-Kraftstoff-Gemisch sich auf einen Schlag entzündet, sondern wie sich das nach und nach wupp, entzündet. Und genau so läuft das dann auch im Verbrennungsmotor ab. Wie ist das jetzt beim Diesel? Ich baue mal wieder die Kohlenstoffatome auf. Das Umschubsen gilt quasi wieder als Verbrennung. Ich habe beim Diesel keine Zündkerze. Ich habe eine Glühkerze, um den Motor vorzuwärmen, aber ich habe keine Zündkerze, sondern der Kraftstoff entzündet sich ja von selbst. Deswegen heißt er ja Selbstzünder. Und wie macht er das? Durch die extrem hohe Verdichtung, wenn der Kolben nach oben geht, habe ich nicht nur einen hohen Druck, sondern ich habe vor allem eine hohe Temperatur. Und die entzündet das Diesel-Luftgemisch. Und wie macht es das Ganze? Achtung! Auf einen Schlag. Quasi im kompletten Brennraum entzündet sich auf einen Schlag, bam, das Dieselluftgemisch. Und das ist natürlich besonders effizient. Ich habe da keine Flammfront, sondern ich habe eine direkte homogene Verbrennung überall im Brennraum. Und das ist natürlich großartig. Aber was sind denn jetzt die Voraussetzungen dafür, dass wie ein Diesel verbrannt wird? Na, vor allem erstmal die Verdichtung. Was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist das Verhältnis zwischen dem Hubvolumen, dem Hubraum, der sich ergibt, wenn der Kolben am unteren Totpunkt angekommen ist, und dem, was noch übrig bleibt, wenn der Kolben am oberen Totpunkt angekommen ist. Umso krasser dieses Verhältnis ist, desto stärker wird die Luft verdichtet, desto mehr Hitze entsteht und desto stärker neigt das Ganze natürlich zum Selbstzünden. Und wie sieht es beim Mazda-Motor aus? Der hat ein extrem hohes Verdichtungsverhältnis. 16,3:1. Das ist eine echte Nummer für einen Benzinmotor und vor allem für einen aufgeladenen Benzinmotor. Bei Turbomotoren reden wir normalerweise beim Verdichtungsverhältnis, naja, so ungefähr 9 oder 10. Bei Saugmotoren liegt das etwas höher, beim Diesel noch ein bisschen höher, aber 16,3:1 ist schon echt eine Nummer. Also das ist schon mal erfüllt. Nächster Punkt, der Dieselmotor verbrennt mit Luftüberschuss. Das heißt, ich habe deutlich mehr Luft, als ich eigentlich für die Verbrennung der Kraftstoffmenge benötige. Das ist beim Diesel zwingend so, weil sonst würde nicht der komplette Kraftstoff verbrennen. Das nennt man Magerbetrieb. Beim Ottomotor habe ich normalerweise einen sogenannten homogenen Betrieb. Das heißt, ich habe exakt so viel Luft zur Verfügung, wie ich auch an Kraftstoff verbrennen will. Das Verhältnis ist da übrigens, nur für die, die es genau wissen wollen, 14,7:1. Und wie ist es beim Mazda-Motor? Der hat auch einen Luftüberschuss, und zwar einen sehr extremen Luftüberschuss. Es gibt Bereiche, wo er 2-3 Mal mehr Luft zur Verfügung hat,
im Brennraum, als er eigentlich Kraftstoff verbrennen will. Also ein extremer Magerbetrieb. Und das ist auch ein Baustein dafür, dass das Ganze funktioniert. Aber kommen wir zum dritten Punkt. Was ist beim Diesel noch elementar für die Verbrennung? Na, dass er eben keine Zündkerze hat, sondern dass die Zündung über Kompression läuft, an vielen Stellen gleichzeitig und nicht durch einen Zündfunken. Und wie ist das beim Mazda? Na, der hat eine Zündkerze und die nutzt er auch in jedem Bereich. Das heißt, es gibt einige Bereiche, wo er dem Diesel sehr ähnlich ist und andere nicht so ganz. Der Mazda-Motor arbeitet also mit Klopfen. Nein, Klopfen ist immer noch der Antichrist des Verbrennungsmotors, weil es eben eine unkontrollierte Selbstentzündung des Kraftstoffs ist. Die muss unbedingt vermieden werden. Denn sie zerstört, manchmal auf Dauer, manchmal aber auch sehr, sehr schnell, den Motor. Und das Ganze muss kontrolliert werden. Auch bei einem Dieselmotor ist die Entzündung kontrolliert. Das Problem von Benzin ist zum Beispiel, dass es wahnsinnig gut selbstentzündlich ist. Das Witzige ist, Benzin ist umso höherwertiger und hat eine umso höhere Oktanzahl, desto schlechter es sich selbst entzündet. Beim Diesel ist es zum Beispiel umgekehrt. Umso besser sich der Diesel selbst entzündet, desto besser ist seine Cetanzahl. Gut, Klopfen muss aber nun mal vermieden werden. Aber wie kann man das machen? Ich meine, wir haben extrem hohe Verdichtung, wir haben Kraftstoff, wir haben Benzin im Zylinder drin. Das neigt doch zum Selbstentzünden. Ja, zwei Dinge haben wir ja schon gelernt. Extremer Luftüberschuss und ein sehr hohes Verdichtungsverhältnis. Und die beiden arbeiten jetzt zusammen. Denn beide zusammen ergeben nochmal einen besseren Wirkungsgrad. Wenn ich ein besonders mageres Gemisch habe, das verbrennt relativ kalt, ich habe deutlich weniger Wärmeübergangsverluste, habe ich thermodynamisch einen besseren Wirkungsgrad. Mit einem höheren Verdichtungsverhältnis habe ich theoretisch thermodynamisch auch einen besseren Wirkungsgrad. Beides wirkt also zusammen. Aber noch haben wir keine kontrollierte Verbrennung. Was macht Mazda? Vorsicht. Der Kolben geht nach oben, verdichtet das extrem magere Luft-Kraftstoff-Gemisch. Für die Experten, das ist zum Teil Lambda 2 oder 3, was da anliegt. Da würde normalerweise kein Automotor der Welt damit laufen, das würde sich auch nicht entzünden. Aber dadurch, dass es halt so stark verdichtet wird, kommt es gerade so an die Grenze der Selbstentzündung. Es entzündet sich aber noch nicht selbst. Und jetzt wendet eben Mazda den Zündkerzentrick an. Direkt vorne an der Zündkerze wird jetzt eine Zusatzeinspritzung gestartet. Ein fettes Kraftstoffgemisch hier nur rund um die Zündkerze des Ottomotors. Und dieses fette Kraftstoffgemisch, das ist eine ganz kleine Menge, das wird, jetzt aber, zack, entzündet. Und das sorgt aber nicht dafür, dass wie bei einer Explosion quasi eine Lunte gezündet wird und dann geht nach und nach alles andere los, dann wäre es ja wieder ein klassischer Ottomotor mit einer Verbrennungsfront, sondern dieser kleine Druckanstieg sorgt dafür, dass der komplette Druckanstieg im Zylinder ausreicht, damit der kritische Punkt der Selbstentzündung erreicht wird. Und jetzt auf einen Schlag zündet das magere Benzin-Luftgemisch an verschiedenen Punkten wie ein Diesel. Mazda nennt das ganze Verfahren Spark Controlled Compression Ignition, also zündfunkenkontrollierte Kompressionszündung, SPCCI. Das ist der Trick dahinter. Man lässt den Kraftstoff bis knapp an die Grenze kommen, wo er sich selbst entzündet. Und bevor er das aber selbst tut, gibt man so einen kleinen Druckschubser und dann entzündet er sich. Und damit kann man das Ganze kontrollieren. Trotzdem bleibt die Frage, aber wie machen Sie das mit dem Klopfen? Ich meine, die können ja nicht ewig mit in diesem speziellen Verfahren arbeiten. Wenn ich im normalen Verfahren bin, also im normalen Brennverfahren, Zündkerzen gesteuert, dann habe ich doch brutale Klopfprobleme. Dazu muss man erstmal wissen, dass ein Ottomotor immer ein bisschen klopft. Ganz kleines Klopfen ist normal. Es wird erst dann
schlimmer, wenn es halt ein starkes, wenn es zum Beispiel ein Hochlastklopfen ist, das den Motor halt auseinandernehmen kann, weil sich da Hitzenester bilden zum Beispiel. Und damit das eben nicht passiert, trotz der hohen Verdichtung, wird mit sehr, sehr hohem Druck, bam, eingespritzt. Verteilt sich dort sehr, sehr schnell, damit der Kraftstoff im normalen Betrieb, wir reden jetzt nicht über den dieselähnlichen Betrieb, sondern im normalen Betrieb, habe ich ja immer noch die hohe Verdichtung, weil die kann ich nicht einfach wegschalten, sich eben nicht selbst entzündet und klopft. Und gleichzeitig wird die Verbrennung auch noch von einem neu entwickelten Verbrennungsdrucksensor überwacht. All das, damit ich ein spezielles dieselähnliches Verfahren nutzen kann und gleichzeitig kein Klopfproblem bekomme. Der nutzbare Drehzahlbereich des dieselähnlichen Verbrennungsverfahrens ist aber nur sehr schmal. Das war früher so, bei den sogenannten HCCI-Motoren. Das steht für, Achtung, schweres Wort, Homogeneous Charge Compression Ignition. Das waren die Motoren, die wirklich ohne zusätzliche Zündung rein auf Kompressionsbasis ihr Benzin entzündet haben. Und so richtig hat das ja nicht funktioniert, weil man das nicht so richtig unter Kontrolle bekommen hat. Und deswegen hat man den Drehzahlbereich sehr schmal gehalten, in dem das funktioniert hat. Und Mazda nutzt ja bei diesem Auto SPCCI, das heißt Spark Controlled Compression Ignition. Ich habe diese Zündungskontrolle und das ist der Unterschied. Dadurch kann ich natürlich das dieselähnliche Brennverfahren über einen sehr weiten Bereich ziehen. Und wie weit der Bereich gezogen wird, das sehen wir hier oben in der Anzeige, in der sogenannten Antriebseffizienzüberwachung. Da habe ich hier diese Anzeige hier. SPCCI. Solange hier SPCCI aufleuchtet, heißt das aber nicht, dass er die ganze Zeit SPCCI fährt. Ich gebe mal ganz kurz Gas, um das mal zu zeigen. Jetzt macht er immer noch SPCCI, 4000 und bang, jetzt ist es weg. Das heißt, bei hoher Last schaltet er das irgendwann komplett weg. Aber das ist kein An-Aus bei SPCCI. Also nicht dieselähnliches Brennverfahren und dann auf einen Schlag, zack, übliche Zündfunkenverbrennung bei dem Auto, sondern das ist ein fließender Übergang. Das heißt, im Niedriglastbereich habe ich einen sehr hohen Anteil Kompressionszündung, ähnlich wie beim Diesel. Und umso mehr Gas ich gebe, umso mehr Last ich ihm abfordere, desto mehr verschiebt sich der Anteil. Also es kann sein, dass am Schluss, bevor jetzt dieses SPCCI-Lichtchen da ausgeht, er nur noch 30% oder so Anteil hat an einer dieselähnlichen Kompressionszündung. Also Mazda hat da ziemlich viel Hirnschmalz reingesteckt, um den Drehzahlbereich zu erweitern. Weil mal ganz ehrlich, wenn ich einen Benzinmotor zum Selbstzünden bringe, aber ich kann ihn nur ein paar hundert Umdrehungen dazu bringen, dann kann ich mir das auch schenken, dann brauche ich den Aufwand nicht. Fakt ist, er hält SPCCI in Teilbereichen über einen relativ großen Drehzahlbereich hinweg. Ich würde mal sagen, so 4.500 Umdrehungen, kommt immer ein bisschen auf die Lastanforderungen, dann schaltet er wieder um und er verschiebt das kontinuierlich. Also er macht den Anteil mit höherer Last immer kleiner, der Kompressionszündung, bis er dann irgendwann sagt, nee, zack, jetzt zünde ich ganz normal mit einem homogenen Luft-Kraftstoff-Gemisch. Aber wenn der Mazda-Motor mit so einem hohen Luftüberschuss verbrennt, dann muss er noch ein gewaltiges Stickoxidproblem wie der Diesel haben. Theoretisch ja. Gucken wir uns erstmal den Ottomotor an. Da habe ich ja im Normalfall eben ein homogenes Kraftstoff-Sauerstoff-Gemisch. Und da gibt es keine großartig freien Sauerstoffteilchen, die Stickoxide bilden können. Und wenn, habe ich dahinter auch noch einen Drei-Wege-Katalysator, der, wenn das Gemisch homogen ist, das ist ganz wichtig, Lambda 1, sich darum kümmert, dass hinten quasi kein Stickoxid mehr rauskommt. Beim Diesel ist das anders. Luftüberschuss, da habe ich halt eine Menge freie Sauerstoffteilchen und die sehen hier halt so ein Stickstoffteilchen und dann paaren die sich, zack, und schon habe ich Stickoxide, die bösen Stickoxide. Aber die Voraussetzung, dass sich Stickoxide bilden, ist nicht nur, dass einfach Sauerstoff und Stickstoff da ist, weil sonst hätten wir in der normalen Atemluft auch eine Menge Stickoxidbildung. Ja? Da ist genug Sauerstoff und Stickstoff da. Nein, ich brauche auch noch etwas, was das Ganze initiiert, beschleunigt und dafür brauche ich Temperatur. Und da sagt Mazda jetzt, das ist genau der Knackpunkt, denn beim X-Motor soll die Verbrennungstemperatur, dadurch, dass eben das Ganze sehr, sehr mager verbrennt, sehr niedrig liegen und damit sollen auch nicht sonderlich viele Stickoxide gebildet werden.
Fakt ist, ich kann es jetzt aktuell nicht nachmessen und auch nicht überprüfen, aber der Motor ist mit Euro 6D Temp, also wirklich auf der Straße gemessen, zertifiziert und damit muss er sehr niedrige Stickoxidwerte haben. Klingt ein bisschen wie ein kleines Wunder, aber anscheinend ist doch so. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten bei diesem Motor, nämlich den Verbrauch. Für was treibt man den ganzen Aufwand, damit er eben sehr sparsam, sehr effizient ist? Und die Ansage ist ja wirklich 30%, bis zu 30% im Teillastbereich weniger Verbrauch und sogar dieselähnliche Verbräuche. Wirklich dieselähnliche Verbräuche? Nein, denn eine Sache darf man nicht vergessen. Ein Liter Diesel hat aufgrund der deutlich höheren Dichte ungefähr 12-13% mehr Energieinhalt pro Liter, nicht pro Kilogramm, pro Liter im Vergleich zu Benzin. Und egal, was ich jetzt mit diesem Benzinmotor anstelle, wenn ich den Benzinmotor auf die gleiche Effizienz bringe, wird er trotzdem mehr verbrauchen an Liter, weil er im Liter Benzin eben weniger Energie drin hat. Und diesen Punkt dürfen wir bei Mazda schon mal nicht vergessen. Dann können wir uns noch angucken, das Skyactiv X hat nicht nur ein spezielles Brennverfahren, sondern das ist auch noch ein Mild-Hybrid, das heißt, der hat einen integrierten Riemen-Starter-Generator. Wobei, es wäre nicht Mazda, wenn sie da nicht wieder einen besonderen Weg gehen würden. Denn normalerweise sind diese Riemen-Starter-Generatoren jetzt bei Mercedes oder anderen aktuell mit einem 48-Volt-Bordnetzsystem gekoppelt. Was macht Mazda? 24-Volt-System. Ich habe Mazda gefragt und gesagt, Jungs, wieso denn 24 und nicht 48? Und da kam die trockene Antwort, ein Pferd muss nur so hoch springen, wie es muss. Okay, also, da haben sie ein bisschen gespart und sie sagen, das reicht. Und damit kann ich 4,8 Kilowatt an zusätzlicher elektrischer Leistung kurzzeitig dem Motor spendieren. Das sind ungefähr 6,5 PS, aber wirklich nur kurzfristig, denn die Lithium-Ionen-Batterie, die hier drin ist, die ist nicht sonderlich groß. Die hat gerade mal etwas mehr als 0,2 Kilowattstunden Energieinhalt. Da kannst du nicht lange mit elektrisch fahren. Trotzdem muss man das beim Verbrauch natürlich noch mit einberechnen. Das Auto hat ein spezielles Brennverfahren. Es hat einen Riemen-Starter-Generator. Und was verbraucht er denn jetzt? Butter bei die Fische. NEFZ ist er mit 4,4 Liter angegeben. Das können wir natürlich gleich mal komplett verbrennen, das ist völliger Blödsinn. WLTP ist er mit 5,5 Liter angegeben. Und Automotor und Sport hat ihn in der Sparrunde mit 5,4 Liter gemessen. Das ist richtig gut. Toller Wert, aber wir schauen mal zum Golf. Der 1,5 TSI, der wurde mit 5,2 Liter gemessen. Ist der Mazda also doch nicht so ein Riesenwurf. Na, jetzt gucken wir uns mal die Realverbräuche an, also normal gefahren. Und da hat ihn Automotor und Sport mit 6,6 Liter gemessen. Wobei man theoretisch das noch ein bisschen drücken kann, weil der wird immer ein bisschen zügiger gefahren. Und ein vergleichbarer Golf, 7,1 Liter. Das heißt 0,5 Liter weniger verbraucht hier der Mazda. Und das ist echt eine Ansage und zeigt, dass er wirklich in Teilbereichen deutlich weniger verbraucht als übliche Verbrennungsmotoren. Hätte ich in dieser Dramatik auch nicht erwartet. Also ich habe jetzt gedacht, naja, 0,2, 0,3 Liter, das ist heutzutage schon viel. Aber gleich mal im Schnitt so viel, also einen halben Liter weniger als ein Golf 1,5 TSI, finde ich echt gut. Und vor allem, er ist sparsamer als sein kleiner Bruder. Der kleine Bruder mit 132 PS verbraucht auch ungefähr einen halben Liter mehr als der hier. Und das ist eine echte Ansage. Das heißt, ich kann mir den großen Motor kaufen mit mehr Leistung, habe ein bisschen mehr Spaß und trotzdem weniger Verbrauch. Für mich eine Richtung, in die es in Zukunft gehen kann. Bleibt natürlich noch die große Frage, ob der Mazda-Motor mit seinem speziellen Verbrennungsverfahren, mit seinem hohen technischen Aufwand, den er treibt, die Rettung des Verbrennungsmotors ist. Wow, das ist ja sehr hoch ins Regal gegriffen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, ob der Verbrennungsmotor auf Dauer wirklich noch zu retten ist, weil er verbrennt nun mal, da hinten kommt CO2 raus. Da spielen ganz andere Mächte eine Rolle. Fakt ist, dieser Motor hier ist erstaunlich effizient und er zeigt, dass selbst im Ottomotor, den viele ja abschreiben und sagen, ja, was ist da noch für ein Potenzial, da steckt noch Potenzial drin. Wenn man wirklich viel Entwicklerliebe reinsteckt und man da lange dran arbeitet, wann habe ich zum ersten Mal von dem Motor in der Art gehört? 2013, Tokyo Motor Show. Und ich finde es erstaunlich, was Mazda aus diesem Motor rausholt und ich finde es klasse, dass sie immer wieder einen unkonventionellen Weg gehen, einen anderen Weg. Natürlich ist der Motor
in seiner Leistungsentfaltung nicht perfekt für jeden. Es wird schon welche geben, die dann fahren und sagen, ah nee, ist nicht so mein Ding. Aber andere werden sich freuen, auch daran, dass es so viel spart.